ist wieder Wolfgangs Axial 1:24 Kohlerschuppen. Es sind wieder kleine Erneuerungen gekommen, und zwar, wie man hier sieht, ist eine Klappbrücke entstanden. Und zwar, dass das Ganze nicht mehr so steil hoch ging, weil die Autos doch ein bisschen Schwierigkeiten hatten, habe ich das umgeändert in eine Klappbrücke. Man sieht des Weiteren, das Brett wurde etwas vergrößert, so dass man auch mit zwei Autos aneinander vorbeifahren kann. Im Großen und Ganzen hat sich so nichts mehr verändert, außer ein paar Feinheiten, dekorative Sachen, kleine Änderungen wie in der Brücke. So, jetzt zeige ich euch mal, wie das funktioniert. Hier kommen die Autos angefahren. Es fährt über das Brett. Es kommt auf der Brücke. Da wartet es, bis diese Brücke heruntergefahren wird. So kann das Auto die Brücke verlassen und fährt weiter. Indem man die untere Strecke auch noch nutzen kann, zieht man das Ganze wieder hoch und es ist wieder freie Bahn. Ich denke mir, das war da auch wieder mal eine gute Idee. Und ja, wie gesagt, es werden immer wieder Erneuerungen kommen und immer wieder mal Umänderungen, dass es nicht langweilig wird. Das ist ja auch Sinn der Sache im Winter mit den Autos und zu basteln. Und ich denke mir, ihr seid wieder zufrieden. Ich habe euch wieder was angeregt. Und ich würde sagen, das war's wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschö, euer Kohlerschuppen Axial 1:24.